Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Feed the Beast Insanity. So, jetzt geht's weiter. Wir haben unser Logistiksystem auf eine neue Liga gebracht. Nämlich jetzt kann sehr viel automatisch produziert werden, was recht gut ist. Ja. So. Dann. Was können wir noch bauen, ist eine gute Frage. Wir spielen jetzt 10 Stunden. Ja. 10 Stunden. Jetzt, wenn die Folge zu Ende ist, spielen, haben wir die 11. Stunde erreicht und werden dann mal schauen, wie es aussieht. Wir werden jetzt noch ein bisschen bauen. Ich frage jetzt einfach mal so. 128 davon. Davon kam dreimal, dann Stein habe ich gar nicht, schlecht. Sechsundsiebzig, drei. Vielleicht kommen wir noch mal an einen Kondensator, Kollektor. Ich glaube nicht. Also maximal an einen Kondensator. Wenn überhaupt. Naja, wenn nicht. Muss ich mal schauen, wie wir es machen. Nee. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Wir haben noch bestimmt irgendwo was Teures. Ach du Schande, habe ich noch Steinspitzhacken. Oh, und Pipes, Massive Pipes. Oh. Ja, das ist das eher Altenheimviertel sein, nennen wir es mal so. Das hier ist das Neuzeitviertel. Also, also nach dem alten Viertel. Hat einfach bloß den einfachen Grund. Da ist teilweise schon in vorherigen Zeiten ein paar Komplikationen. Nee, was laber ich eigentlich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier ist das neue Viertel. Das andere war das alte Viertel. Das ist auf jeden Fall das neue Viertel. Jetzt passt im Prinzip eigentlich sogar schon. Egal. Also die zweite Etage ist auch ganz schön im Bau. Aber was mich am größten Sorgen macht, ist, dass es gerade nicht zum Bauen gibt, deswegen überlege ich gerade, den
austauschen durch normalen Stein. So, ich bin noch mal ganz kurz weg. So, wieder da. Also ich habe schon, wir haben schon die 1000 unterschritten. So, das ist das Schöne dran, dass gleich drei Sachen gleichzeitig kommen können. So, auf jeden Fall muss ich mir noch was zu essen holen. So. Dann geht's weiter. Dann baue ich jetzt erstmal ein bisschen hier die Sachen zu, die offen sind. Und dann ist ja eigentlich Etage 2 auch schon recht weit. Dann nächstes Projekt, Etage 3. Beziehungsweise Etage 1 ausbauen und Etage 3 machen. Also ich habe jetzt mal so überlegt, theoretisch wäre es eigentlich gar nicht so blöd, hier so in die Richtung auch auszubauen und da eher so keine Maschinen zu bauen, sondern wirklich bloß was alt ist. Muss man anfangen von Vize bis. Okay. Insanity. Ja, Insanity, Vize bis Insanity. So am Anfang hat. Also keine modernen Maschinen, nicht zu groß gebaut. Ich muss ja sagen, meine Gebäude mittlerweile sind ja schon echt groß. Gebe ich auch zu. Ich finde es auch schön, dass sie so groß sind. Wo ist wieder mal eine Idee? Oh. Jetzt noch nicht. So, auf jeden Fall. Werde ich erstmal so ein Ding drüber ziehen. Ja. Oder, warte mal. Weißt du? Ist ja auch gut, die Pyramide schön einbauen. Ja, ich werde auch versuchen, die Pyramide irgendwann mal komplett eingebaut zu haben. Also, hoffe ich auch mal. Spätestens Folge 50 oder so.
Erklärung. Dann gute Frage, was ich mal wie ich es baue. Denn theoretisch müsste ich es halt auf eine Höhe rausbekommen. Dass ich das nämlich machen könnte. So. Also. Schon mal schon einigermaßen recht weit. Nur einigermaßen. Ist halt jetzt die Frage. So, auf jeden Fall. Wir haben eine sehr gute Welt gerade schon geschaffen. Hier in Vizebeast SML, Vizebeast Insanity. Ja. Ich hoffe auch, dass wir jetzt noch lange auf dieser Welt bleiben. Hier in Vizebeast. Ja. Ja, was gibt's denn eigentlich so viel zu sagen? Nix. Weil ich ja schon in der letzten Folge fast alles gesagt habe. Auf jeden Fall wird's nächste Folge weitergehen, das verspreche ich euch, dass nächste Folge weitergeht. Mindestens bis Folge 50. Ja. Ja, so. Auf jeden Fall macht mir persönlich Vizebeast Insanity sehr, sehr viel Spaß. Also ich könnte es meinetwegen, wenn es nach mir ginge, nochmal 200, 300 Folgen lang machen. Also, das ist jetzt schon eine Anspielung darauf, wie lang sich das Let's Play noch in die Länge zieht. Also, so gehört 300 Folgen circa. Also, hoffe ich auch mal, dass es nicht eher abgebrochen wird. Naja, wenn es so weitergeht wie jetzt momentan, könnten es sogar mehr als 300 Folgen sein. Aber wir müssen uns halt mal überraschen lassen. Vielleicht kommt ja bis dahin irgendein besseres Spiel, was dann Vizebeast Insanity ersetzt. Vielleicht kommt da ein neues Vizebeast raus, was genauso schön ist wie dieses. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen für diese Folge. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.